Hallöchen, herzlich willkommen bei Stempelzone. Ich bin's wieder, Katrin aus Bochum, und ich zeige euch heute, wie ihr die Dekometallblättchen in Gold und das passende Heißklebepulver verwenden könnt. Ganz normal auf Stempel abdrücken, und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir starten also, und zwar habe ich mir hier aus dem Designpapier ein Stückchen ausgeschnitten, und zwar dieses mit diesem Strukturputzmuster in Aquamarin. Und mir fällt gerade auf, ich brauche ein Schmierblatt oder eine Unterlage, genau, denn wir stempeln über den Rand hinweg. Ich habe mir zwei Stempelkissen rausgeholt, und zwar einmal Aquamarin und Marineblau. Und ich starte mit dem Aquamarin-Stempelkissen. Und aus dem Stempelset nehme ich mir jetzt erstmal diese Blätter hier raus. Ihr seht, das ist schon ganz gut benutzt. Wenn ihr rötliche oder pinke Stempelkissen von Stampin' Up verwendet, dann färben sich die Stempel ja so ganz leicht ein oder auch mal stärker. Das ist aber nicht schlimm, das tut dem Stempelergebnis keinen Abbruch. Das soll so, und das bekommt man auch nie so ganz richtig sauber. So, ich habe jetzt hier die Blätter drauf und mache mir mein Stempelkissen, wie gesagt, in Aquamarin auf. Und ich möchte jetzt hier aus dieser Ecke rauskommen, also stempel ich mir das Blatt jetzt einmal hier in die Ecke. Frosch im Hals. So, und dann seht ihr hier schon die Blüte oder die Blätter. Jetzt schnappe ich mir die große Blüte hier. Nervt mich jetzt gerade. So. Einmal das Blatt kann weg. Jetzt wieder in das Stempelkissen Aquamarin rein. Und die Blüte kommt jetzt hier oben drauf. Und deswegen nutzt man eigentlich einen Stemperatus, damit sowas nicht passiert. Da hat der Stempel nicht ordentlich abgedrückt. So, jetzt. Das ist nicht tragisch bei dieser Layering-Technik, wenn da mal was nicht super gerade und genau ist. Ist das kein Problem. Jetzt nehme ich mir diesen filigraneren Stempelabdruck. Ihr seht das hier auch an der Front. Zuerst habe ich jetzt den benutzt, jetzt nehme ich den hier. Und jetzt nehme ich auch kein Aquamarin mehr, sondern ich gehe jetzt über zu Marineblau. Stempel mir das einmal auf meinem Schmierblatt ab, und dann gehe ich hier auf meinen Stempelabdruck drauf, positioniere mir das so, wie ich das haben möchte. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Damit hier der Effekt von dem Gold noch rauskommen kann, benutze ich jetzt weiter diesen Stempel, stempel den nur ein paar Mal hier auf meinem Schmierblatt ab, denn jetzt ist es soweit, wir werden erst das Heißklebepulver verwenden, zusammen mit der Versamark-Tinte. Und das muss jetzt gar nicht so genau wieder an derselben Stelle sein, sondern einfach nur ungefähr.
stempel mir das Ganze hier drauf. Und dann kommt das Heißklebepulver zum Einsatz. Jetzt werden wir uns das mit dem Heißluftföhn einmal anschmelzen. Und das seht ihr im Licht, wenn das anfängt zu glänzen, ist das fertig embossed. Und jetzt nicht atmen oder so gut wie nicht atmen und die Dekometallblättchen hier einmal öffnen. Und ihr seht schon, die bewegen sich beim kleinsten Luftzug. Jetzt nehmen wir uns hier ein paar raus, packen uns das hier auf die Blume drauf, da wo wir das haben wollen, und drücken das Ganze erstmal an. Könnt auch so ein bisschen darauf rumreiben, das geht auch. Und der Rest kommt jetzt hier halt wieder zurück. So. Ich verschließe das erstmal, denn das wird jetzt Dreck geben. Ich habe mir hier einfach mal so eine Bürste geholt und werde jetzt hier drüber reiben. Ihr könnt das auch erstmal mit den Fingern machen. Anscheinend habe ich hier zu wenig Pulver genommen. Hängt jetzt hier nur an ganz wenigen Stellen. Ich glaube, da müssen wir erstmal noch ein bisschen nachlegen. Vielleicht habe ich auch zu viel davon wieder abgeklopft. Das kann natürlich auch sein. So, ich glaube, das sieht besser aus. Jetzt sieht man auch eine Menge Pulver da drauf.
riecht ein bisschen eigenartig, so chemisch. Okay, das sieht besser aus. Jetzt ist hier auch ordentlich von diesem Klebepulver drauf. Und ihr seht schon beim kleinsten Luftzug. Fliegt das hier durch die Gegend. So, einmal aufgeben, den Rest abfummeln. Dann gucken wir mal, ob das mit der Bürste hier so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn nicht, dann habe ich noch ein anderes Werkzeug, was dafür gut geeignet sein soll. Also ihr müsst die Bürste schon so zusammendrücken und da so ein bisschen rabiater drüber fahren. Oh, das sieht toll aus. Wie das schimmert. Ich liebe Gold. Es ist genau das richtige Spielzeug für mich. So sieht das Ganze jetzt aus. Cool, oder? Mir gefällt das richtig, richtig gut. So, jetzt heißt es aufräumen bzw. zur Seite legen, denn wir brauchen noch einen Spruch für unser Kärtchen. Also hier darf man wirklich nicht niesen, nicht stark atmen, nicht lachen, gar nichts. Sonst fliegen die Dinge einem durch die Gegend. Aber man kann sicherlich das Ganze in einer Kiste machen oder so. Und dann hat man da nicht so viel Dreck. Ich überlege gerade, was für ein Farbkarton ich nehmen möchte. Ob ich weiß nehme oder ob ich... Aber ich denke, ich nehme weiß jetzt für das erste Mal. Hier habe ich so ein Reststück. Und dann hätte ich gerne... einen großen Spruch, damit ihr sehen könnt, wie schön das wirkt. Ich frage mich nur, wo der Spruch gerade ist. Da. Und zwar würde ich gerne aus dem Stempelset Fabelhaft nehmen, du bist fabelhaft. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Aus dem kompletten Mini-Katalog. Ich finde den so toll. So, dann kann die Blume hier auch weg. Wir gehen wieder ins Versamark. Wir können auch zuerst einmal unser Papier vom Fett befreien. Ordentlich Tinte aufnehmen. So. Dann erstmal wieder das Pulver. Das ist viel, also diese Deko-Metallblättchen, die sind viel glänzender. Als das goldene Embossing-Pulver. Also es schimmert richtig. Richtig cool. Jetzt habe ich die Fleckchen im Pulli hängen. Und wie ich schon mal gesagt habe, super auch als Nageldekoration.
einfach Klarlack drüber und schon hat man die Fingernägel ganz toll dekoriert. So, angeschmolzen und jetzt rein in die Blättchen. Wenn ihr jetzt hier so ein Papier habt, mir fällt gerade ein, man könnte auch versuchen, das einfach damit aufzuschnappen. Hier die Reste. Ist ja doch schon einiges, was hier noch rumfliegt, und es klappt wunderbar. Wenn ihr dann mit dem Finger hier drüber fahrt, dann ist das Gröbste schon mal weg. Und dann bräuchtet ihr halt noch irgendwas wie ein Pinsel, irgendwas, was borstig ist auf jeden Fall. Könnt ihr da drüber rubbeln, wie beim Rubbellos. Keine Angst haben, das, was halten soll, wird halten. Ganz toll, was die für einen Schein bekommen. Richtig, richtig gut. Mir gefällt das. So, ich räume mal kurz hier auf. Dann hole ich euch nochmal zurück, dann basteln wir die Karte zu Ende. Ich habe aufgeräumt, so gut es ging. Hier fliegen immer noch so kleine goldene Stücke rum. Also vielleicht macht ihr es wirklich in einer Box oder am besten in einer Glasbox. Die nimmt die Statik so ein bisschen von diesen Deko-Metallblättchen weg und dann fliegt das nicht überall so rum. Den Spruch habe ich mir jetzt einfach per Hand ausgeschnitten entlang der Kontur. Mein Gott, sprechen ist aber auch heute schwer. Und ich habe mir dieses Designpapier in 9x13 zurechtgeschnitten und mein Aufleger ist jetzt nochmal in 9,3x13,3. Und den werde ich mir jetzt erstmal positionieren auf einen ganz normalen Kartenaufleger in Flüsterweiß. Der misst 10x14 cm. Der kommt jetzt hier drauf. Darauf kommt jetzt mein Designpapier. Und dann gibt das so einen ganz, ganz schmalen Rand. Dadurch wird das Ganze nochmal eingerahmt und sieht nochmal ein bisschen edler aus, wie ich finde. Jetzt nehme ich mir meinen heißgeliebten Leinenfaden. Wenn der sich bei euch rollt, dann zieht den einmal so durch die Fingernägel, dann wird der gerade, und den wickel ich mir jetzt hier oben zweimal drum. Dann kommt hier die Schleife hin. Dann setze ich mir meinen Spruch auf Dimensionals. Einfach so ein bisschen was.
So. Dann kämpfe ich noch ein bisschen mit der Schleife. Wer kennt das nicht, oder? Also wenn sie klappen sollen, dann klappen sie nicht. Und wenn es egal ist, dann sehen die immer so hübsch aus. Zu mir, bei mir zumindest. So, das Ganze kommt jetzt auf die Kartenbasis. Die habe ich mir zugeschnitten in Aquamarin. Das ist ein Stück Farbkarton in 29 x 10,5 cm und dann auf der langen Seite gefalzt bei 14,5. Hier kommt das Ganze jetzt drauf und dann sieht das echt toll aus. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust bekommen habt, auch mal diese Deko-Metallblättchen auszuprobieren oder ob ihr sie schon ausprobiert habt und wenn ja, wie. Ich werde euch in einem nächsten Video noch eine andere Technik dazu zeigen. Das ist jetzt hier ganz normal die Technik, die auf Stempelabdrücken anzuwenden ist und ich finde, diese Karte ist richtig schick und edel geworden. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich würde mich über deine Unterstützung freuen. Wenn du bestellen möchtest, findest du den Link zu meinem Online-Shop in der Infobox. Du bekommst, solange die Celebration noch läuft, ab einem Bestellwert von 60 Euro natürlich Celebration-Geschenke dazu, aber auch ich möchte mich erkenntlich zeigen. Bei mir bekommst du ab einem Bestellwert von 60 Euro ein exklusives Farbenbuch mit dabei und du bekommst ab 100 Euro Bestellwert ein personalisiertes Geschenk mit deinem Vornamen darauf. Damit möchte ich einfach Danke sagen und freue mich über jede Unterstützung. Gerne darfst du auch kostenlos meinen Kanal abonnieren. Mir ist aufgefallen, dass nicht mal die Hälfte meiner Zuschauer dies gemacht haben und es kostet dich nichts und bringt mir aber ganz viel. Deswegen danke im Voraus für dein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!